Es geht heute weiter mit diesem schicken Stück hier. Mal gucken, was er für Probleme hat. Und damit herzlich willkommen zurück zum Automechaniker Simulator. Fahrwerkdefekt, fahrzeugschwammig, Knopf von der Aufhängung. Also tatsächlich muss es irgendwas mit dem Fahrwerk zu tun haben. Naja, schauen wir mal. Zumindest müssen wir nichts am Motor machen. Mal gucken, was wir heute hinkriegen. Wie weit wir es heute hinkriegen. Also vermute ich irgendwas mit der Lenkung. Würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Lenkung, Federung, wie auch immer. Einfach mal schauen, was wir da so haben. Ja, sieht schon wieder so aus, als wäre da irgendwo was nicht ganz in Ordnung. Das heißt, ab mit der. Warum lass du? Ach so, du willst. Okay, dann müssen wir tatsächlich erstmal das Ding hier auseinanderbasteln, bevor wir überhaupt an die Dings rankommen. Naja, mal schauen. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, Bremsscheibe raus, Radnabe. Wie fahren wir jetzt gerade? Radlager, also erstmal raus. Okay, machen wir so. Ja, man sieht schon so ein bisschen, was da so unter mit Problemen gemeint ist. Nämlich hier. Koppelstange etc. Ich vermute, dass hier vorne irgendwie komplett aufhängen wird muss. So, gucken wir mal, was wir hier so haben noch. Ah, sieht schon. Hier, da, das muss auch raus. Also die andere Seite müssen wir auch nochmal machen. Ich glaube, sonst könnte das sogar funktionieren, dass das so passt. So. Also, runter damit. Die. Aha, scheinen wohl beide Federungen weg zu sein. Zu sein. Hinten sieht es, warte mal, ich weiß gar nicht, wie es hinten aussieht, aber das sieht auch so ein bisschen schon kaputt aus. Also scheinbar müssen wir auch hinten ein bisschen was tauschen. Aber wir kriegen schon irgendwie hin. So. Und. So, dann hoffe ich, dass hier raus kann und so weiter. Sieht es eigentlich anders weitlich auf dem ersten Blick ganz gut aus. Okay. Gehen wir mal an die Hinterachse ran. Da sind nämlich auch noch einige Teile, die müssen leider, leider runter. So, da sieht schon wieder. Ja, da sieht schon ein bisschen schlimmer aus als auf der Vorderachse. Die Vorderachse haben wir jetzt mal raus. Also recht runter mit der Gummilagerbox, okay? Querlenker. Einmal weg. So. Gucken wir mal. Ist okay. Dann muss hier auch der Querlenker runter. Wahrscheinlich sonst komme ich nicht an die Achse dahin, an das Teil da hinten links ran. Ich vermute nicht, dass ich jetzt das rausziehen kann, ne? Nein, war mir klar. Schöne Überraschung. Also runter mit der hinteren Federung. Die ist eigentlich noch relativ gut. So, runter mit der Buchse. Ja, klingt falsch. Gut, dann geht hier hinten der Stoßdämpfer mal raus. Dann wüssten wir, was sie alle haben. Gut, gucken wir mal auf der anderen Seite, ob da noch irgendwas ist oder aber. Da haben wir alles eigentlich schon oder ist da jetzt irgendwie noch mehr? Nö, wir haben alles. Die andere Seite sieht sogar ganz gut aus. Auf den ersten Blick. Ja, doch. Das sieht gut aus. Dann haben wir das zumindest auch schon mal. Da können wir schon wieder anfangen, die Teile zu bestellen. Ich
Dann gucken wir uns die ganze Chose erstmal an. So, defekte Teil des Fahrwerks reparieren. Fahrzeug schwammig. Ja, sind ein paar Teile dabei. Spurstand Kopf. Ja, das sieht aber soweit erstmal ganz gut aus. Dann bestellen wir die Teile. Dummlager für Federvorderachse, Sprichterkopf, Dummlager für Federvorderachse, okay. Das heißt, brauchen, glaube ich, keine Federn, ne? Gut, dann rümpfen wir erstmal die beiden McPhersons auseinander, weil die brauchen wir nämlich, wenn ich das darf. Wir müssen nämlich die beiden Federn. Die Federanlage ist hier. Warte mal. Jetzt müssen wir gerade gucken. Nehmen wir die mal raus. Die müssen wir ja kaufen neu. Dann können wir nämlich die Feder brauchen wir nicht. Die Feder brauchen wir nämlich nicht. Und das Teil aus dem Federspanner, dann nehmen wir die andere direkt mit raus. So. Haben wir das auch raus. Und fangen wir mal an. Damit. Du kommst danach, mein Freund. Fangen wir an, die Teile zu bestellen. Gummilagerbox so groß und klein zweimal. Gut, fangen wir an. Gummilagerbox so einmal groß, zweimal klein. Einmal groß, zweimal klein. So. Next one. Achsschenkel, Hinterachse, Typ A. Achsschenkel, Hinterachse, Typ A. Achsschenkel, Hinterachse, Typ A. Hinterachse, Typ A. Passt. Nächste. Der Querlenker, Hinterachse, Typ B. Querlenker, Hinterachse, Typ B. Querlenker, Hinterachse, Typ B. Passt. Hammer. Gummilagerbuchse klein habe ich bestellt. Der Längslenker, Hinterachse lang. Der Längslenker und L3, der Längslenker, Hinterachse. Längslenker, Hinterachse. Lang. Ja. Haben wir. War nicht das richtige Teil, oder? Ja. Gut, da haben wir die Teile zumindest bestellt hier vorne schon mal. Weiter geht's mit der Spurstange. Die Spurstange haben wir. Koppelstange vor der Achse Typ A. Koppelstange vor der Achse Typ A. Koppelstange vor der Achse Typ A bestellt. So. Gut. Nächste. Zwei McPhersons. Brauchen wir. Zwei McPherson. McPherson. Zweimal. So. Die Koppelstange Vorderachse Typ A. Brauchen wir noch eine, okay? Eine Koppelstange brauchen wir. Eine Koppelstange vor der Achse Typ A. Entschuldigung. Und nochmal Entschuldigung. So. Koppelstange vor der Achse Typ A haben wir bestellt. Dummlagerfeder vor der Achse 2 Stück.
Die Domlager Vorderachse. Zwei Stück. Vorderachse. Wieder Vorderachse haben wir bestellt. Zwei Stück. Du hast einfach bestellt. Den Spurstand Kopf brauchen wir noch. So, den Spurstangenkopf und dann noch die Antriebswelle. Dann haben wir so Spurstangenkopf. So, jetzt brauchen wir noch die Antriebswelle, die Zwischenwelle für die Vorderachse. Antriebswelle, Zwischenwelle. Typ A oder Typ B? Typ A. Bestellt. So, damit haben wir sie alle. Einmal komplett. Und wir bauen die ganze Schose wieder zusammen. Oder auch nicht. Weil wir erstmal die Federn wieder zusammenbasteln müssen. Moment. Nämlich die beiden McPhersons. So. Können wir das natürlich erst dann einbauen, wenn wir sie haben. Genau wie bei den Reifen. Die müssen wir nämlich einmal komplett machen. So, jetzt machen wir nämlich jetzt euch nochmal. Weil wir brauchen noch eine zweite. Jupp. So. Lieber. So, jetzt können wir die ganze Teil wieder einbauen. Und dann hätten wir sogar schon. Aber erstmal Step by Step. So. So. Warte mal. Spurstange rein damit. Spurstangenkopf. So. Gut, dann haben wir das auch. Dann machen wir die Zwischenwelle noch runter. Dann hätten wir zumindest mal das Ding. Radlager rein. Weil dann kann ich nämlich die Antriebswelle mit dazu. Gut. Aber hier nehme ich schon mal an, die ganzen Sachen wieder zusammenzubasteln. Dann hätten wir zumindest das schon mal wieder so ein bisschen auf den Vordermann gebracht. So, ich lasse jetzt erstmal nur noch gerade die Reifen sein. Das machen wir gleich. Jetzt fangen wir nämlich an, erstmal die andere Seite zusammenzubasteln wieder. Weil die ganze Schose müssen wir nämlich nochmal auf der anderen Seite setzen. Dann geht es an die Hinterachse. So. So, Radlager rein. So. Schon fertig soweit alles? Okay, krass. Gut, dann geht's weiter mit der Hinterachse. Hinten links zumindest. Weil da müssen wir nämlich einmal komplette Aufhängung nochmal einbauen, weil die brauchen wir ja komplett. Die andere Seite ist ja okay. So, Step by Step, schön. Alles rein damit. So, auch der Längslenker mit dazu. Warte. Radlager, ja, da ist er rein.
Radlagerdeckel? Ne, Radnabendeckel heißt das Ding. Nicht Radlagerdeckel, Radnabendeckel. So, hier. Jetzt gibt's einen auf den Deckel hier. Einer mit der Buchse. Die Gummilager kleine Lebung. So, genau, die zwei kleinen Gummilagerbuchsen, weil die brauchen wir ja, um wieder das alles zu verbinden. So, dann gucken wir mal weiter. Da kommt noch was dazu. Nämlich eine Koppelstange. Den ganzen Kram zu verbinden. Und irgendwo fehlt eine Feder noch. Vermutlich hinten nämlich am Heck. Aber gut. Gucken wir mal. Erstmal. Eigentlich fehlt da noch eine Federung, oder nicht? Wenn ich das richtig im Kopf. Genau. Weil da nämlich noch was fehlt. Und dann kann nämlich da. Der Querlenker rein und dann kann ich mich auf die Federung drauf. So. Gut. So, dann gucken wir die ganze Schose und seine andere Seite an. Aber ne, die habe ich ja gar nicht rausgenommen. Also, soweit eigentlich alles gut. Ich gucke gerade nochmal, ob ich alles dabei habe. Jo, haben wir. Reifen drauf. Feierabend. Für heute. Kurze Folge. Pacho. Gucken wir mal rein. Vorne noch die Reifen drauf, da darf das Auto. Und dann jetzt weiter mit der nächsten Karre schon, die da schon bereit steht. Ja, so. So, fertig. Auftrag beenden. Auto fertig. Next one auf die Hebebühne. Moment, Fahrzeug bewegen. Zweite Hebebühne. Und weiter geht's mit den Verträgen. Was haben wir denn hier noch? Was schönes Sportliches. Nehmen wir das mal rein. So. Gut. Dann haben wir das auch fertig. Weiter geht's jetzt mit diesem Schätzchen hier. Das machen wir dann morgen um 16 Uhr wieder hier beim Automechaniker Simulator.